Ja, ihr Lieben, ich habe gerade angefangen, hier ein bisschen was zu machen und dann habe ich gedacht, ach komm, eigentlich kannst du die Kamera auch ein bisschen daneben her laufen lassen. Und zwar hatte ich mir schon vor ein paar Tagen überlegt, dass ich gerne Federn machen möchte. Und zwar zum Teil Schreibfedern, aber auch einfach nur Dekofedern. Ich habe jetzt hier so drei verschiedene. Das hier sind mal so ein bisschen festere Federn, wo unten hier dieser, ja, weiß ich gar nicht, wie das dann heißt, also dieses Teil, was so ein bisschen aussieht wie Plastik, diese Hohlräume, die sind sehr, sehr fest, also auch nicht so wirklich geeignet zum Schreiben, weil wenn man die nämlich drückt, dann würden die kaputt brechen. Bei denen hier ist das aber anders, die sind nämlich, wenn man hier drauf drückt, ganz weich. Und da kann man Tinte dann mit aufsaugen. Und wie ihr seht, habe ich das bei einer auch tatsächlich schon mal ausprobiert. Ich habe mir ein bisschen Tinte aufgenommen und habe da was geschrieben. Und das sah dann so aus, finde ich, ziemlich cool dafür, dass es mit einer Feder geschrieben ist. Ohne irgendwie eine spezielle Mine noch dran oder so, sondern einfach nur die Feder. Habe hier mein Tintenfässchen genommen, was ich gekauft habe für die Füller, die ich von Miss Fruchteis bekommen habe. Ja, und jetzt dachte ich mir, achso, und dann habe ich noch die Federn, bevor ich es jetzt vergesse, so ganz feine, kleine, flauschige. Also diese drei Sorten habe ich jetzt hier. Und die möchte ich jetzt mit der Jelly Plate, wie ihr seht, schon also ein bisschen bearbeiten. Und ich habe auch schon angefangen. Und die ersten, die sehen schon so aus. Auf der anderen Seite seht ihr hier noch Reste. Da ist es so, das ist leider nicht ganz so schön geworden. Also die könnten noch ein bisschen schöner. Die werde ich, glaube ich, nochmal drauf machen. Und übrigens, wo die hier drauf waren, da ist das hier der Rest. Und das finde ich auch ziemlich geil. Also sieht, finde ich, echt gut aus. Genau. Ja, und dann hatte ich hier... ich greife mal hier runter... hatte ich hier noch von der Farbe jetzt hier, finde ich auch nicht schlecht, aber das davor sah natürlich besser aus. Genau, irgendwo muss man die ja immer hinlegen, dass sie trocknen, dann packe ich sie immer auf den Boden. Gut, also ich werde jetzt einfach noch ein bisschen basteln und werde euch dann im Schnelldurchlauf mitnehmen. Ich benutze hier ganz verschiedene Acrylfarben. Ich habe mir jetzt nicht so viele Farben vorgekramt. Ich wollte gar nicht so viele Farben haben. Und ich glaube, ich werde jetzt noch mal so mit dieser Farbkombi hier arbeiten. Das war eigentlich nur so ein Pink. Und dann dieses hier. Und damit werde ich jetzt gleich noch mal auf die Farbe hier drauf gehen und werde dann die andere Seite von den Federn noch mal ungefähr in diesem Look halt machen. Genau. So. Und dann geht's schon los. Thank you.
So, ihr Lieben, ich wollte ja nur ein paar machen und deswegen hatte ich mir auch nur so wenig Farben rausgesucht und eben auch nur so ein paar Federn. Aber ich finde, meine Ergebnisse sind echt cool geworden. Das hier war übrigens ein Papier, wo ich nur meinen Roller so ein bisschen abgewischt habe. Und ja, ich fange mal an mit den Federn. Wenn ich die Papiere nehme, fliegen mir die Federn durch die Gegend. Ja, hundertprozentig trocken sind sie auch noch nicht. Und hier habe ich mit so einem Blatt-Stencil gearbeitet. Auf der anderen Seite nichts. Genau wie hier. Einfach nur mit diesem Blatt. Und hier genauso. Ja, finde ich trotzdem ganz cool. Der hat hier nicht ganz so viel abbekommen. Finde ich aber nicht so schlimm. Die hier finde ich auch ganz cool. Einfach nur mit Blau. Ja, und auf der anderen Seite hier sieht man noch so ein ganz, ganz bisschen Gold an der Spitze. Könnt ihr das sehen? Nö, irgendwie nicht so richtig. Also an der Spitze ist noch so ein ganz bisschen Gold. Sieht man aber nicht so wirklich. So, die erstmal hier rüber. Dann diese hier. Die sind auch mit Blau und Gold gewesen. Und am der anderen Seite habe ich versucht, da nochmal mit Gold und ich weiß gar nicht mehr, so ein bisschen Restfarbe nochmal versucht. Aber dadurch, dass hier halt diese Ader oder ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, dadurch geht das echt schwer, da Farbe dran zu bringen. Und das ist bei allen leider hier so. Also ja, bei manchen ist ein bisschen Farbe tatsächlich dran, aber bei den meisten leider nicht so wirklich. Bei der hier ist es super schön geworden, aber die ist auch oben, also die ist halt auch nicht ganz so dick hier. Da hat super geklappt. Das könnt ihr leider in der Kamera nicht so toll sehen. Ich versuche mal ein bisschen mehr Licht ins Spiel zu bringen. Ja, vielleicht seht ihr es so ein bisschen Gold schimmern, aber nicht wirklich. Ja, also die schimmert aber wirklich richtig schön Gold von der anderen Seite. Und hier finde ich es ganz witzig, weil die genau so ein Federmuster abbekommen hat. Da hatte ich halt die Form mit den Federn. So, ja, und dann wiederholt sich das theoretisch hier immer mit den gleichen Farben. Die hat hier mal ein bisschen mehr von dem Gold abbekommen. Die hat mal ein bisschen mehr Blau wieder abbekommen. Ja, und die hier hat wieder so ein Federmuster. Auf der Rückseite auch wieder ein bisschen mehr Gold tatsächlich mal abbekommen. Und hier haben wir nochmal so eine blaue mit Gold. Ja. Das waren die. Und ja, am besten gefallen mir tatsächlich immer noch die, die auch zum Schreiben geeignet sind, weil einfach die Farben cool sind. Ja, so richtig schöne Herbstfarben. Und hier habe ich auch von der anderen Seite versucht, da nochmal drauf zu gehen. Das hat auch ganz gut geklappt. Da hatte ich nur den Farbverlauf halt ein bisschen anders, ein bisschen das Gelb nicht ganz so intensiv. So, und um euch jetzt mal zu zeigen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, sondern dass es tatsächlich so ist, dass man mit dieser Feder schreiben kann, will ich euch das jetzt einmal vorführen. Und zwar, da aus meinem Tintenfässchen hier jetzt schon so ein bisschen raus ist, nehme ich mir hier meine Pinzette noch zur Hilfe. Ich zeige euch auch warum. Siehst du, da habe ich mich schon wieder voll geklackert. Ja, macht nichts. So, wie gesagt, da ist schon ein bisschen Tinte raus. Und deswegen nehme ich mir die zu Hilfe und drücke mit der das hier so ein bisschen platt. Seht ihr das? Drückt das hier ein bisschen platt und dann ja, gehe ich dann ins Tintenfässchen und nehme dann ein bisschen beim Loslassen Tinte auf. Tada! Da ist die Tinte drin. Und jetzt können wir einfach drauf losschreiben. Na, da kommt diesmal ein bisschen viel raus. Ja, je nachdem, umso mehr ihr das natürlich gerade haltet, wo das Loch ist, da seht ihr es zum Beispiel sehr gut. Da ist richtig viel Tinte rausgekommen, weil ich da eben das auch so nicht so schräg gehalten habe.
Man kann damit aber auch tatsächlich, also mit, das war die gleiche Feder hier, mit der ich auch diese Schrift hier gemacht habe. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel nur ganz vorsichtig drankommt, und dann wieder ein bisschen mehr, seht ihr? Schön, ne? Also das klappt auf jeden Fall. Ja, also umso mehr man aufdrückt, umso mehr Farbe gibt sie dann auch wieder ab. Und ja, hier ist immer noch Farbe drin. Also da kann man auch ganz schön, kommt man ganz schön lange mit hin mit dieser Tinte. Hier ist nochmal. Ja, so langsam wird es, glaube ich, leer. So langsam ist sie leer, genau. Macht sie zwar noch ein bisschen Punktis, aber Tinte ist leer. Wenn ich jetzt drauf drücke, kommt auch nicht mehr wirklich was. Ja, also auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe hier natürlich auch ein Papier, das ist zwar sehr glatt, wie ihr seht, das schreibt auch nicht mal durch, weil das halt ein bisschen festeres Papier ist. Aber ja, hat auf jeden Fall super geklappt, finde ich. Ja, so, das war meine kleine Bastelei heute Abend. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Zwischending hier noch gefallen. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzumachen, falls ihr eine Jelly Plate habt. Okay, ihr Lieben, dann ja, geht das andere Video weiter. Ja, sage ich, das andere Video geht weiter, aber ich habe euch ja die Papiere noch gar nicht gezeigt. Das mache ich jetzt nochmal so im Schnelldurchlauf. Ich sage da jetzt auch nichts groß zu. Ihr habt das ja im Schnelllauf gesehen, was ich da gemacht habe. Und das muss ich jetzt nicht mehr zu jedem einzelnen Blatt kommentieren. Und so viele Blätter sind es ja auch nicht geworden. Das zwei, nein, das ist nur eins, das ist noch ein bisschen feucht. Ja, das war's. Genau, das waren alle Blätter. So, jetzt aber zu dem anderen Video.